Island im Winter. Eine Reise durch eine extreme Eislandschaft. Das ist der größte Gletscher Europas. Doch seine Gletscherspalten, Eishöhlen und schwimmende Eisberge sind durch den Klimawandel in Gefahr. Höchste Zeit, die zu erkunden. Zu Fuß oder motorisiert auf 4 Rädern. Der Vatnajökull-Gletscher. Eine gigantische Eiskappe mit einem Volumen von 3000 Kubikkilometern. Kein anderer Gletscher Europas trägt mehr Eis mit sich. Von West nach Ost erstreckt er sich über eine Länge von 140 Kilometern auf der Insel im Nordatlantik. Der Gletscher liegt im Südosten Islands, gut 300 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. Mein erstes Ziel, eine Eishöhle am Rande des Gletschers. Seid ihr bereit für ein Abenteuer? Die Höhle ist nur mit dem Spezialjeep erreichbar. Wenn es gut läuft, dauert die Fahrt eine halbe Stunde. Doch in Island sind die Wetterbedingungen unvorhersehbar. Und die Straßenverhältnisse ebenso. Den letzten Teil der Strecke legen wir zu Fuß zurück. Hier fängt der Gletscher an. Wir sind hier an einem der rund 40 Gletscherzungen des Vatnajökull. Die Hohlräume im Eis sind eine beliebte Touristenattraktion. Je dichter das Eis und je weniger Sauerstoff darin gebunden ist, desto intensiver die Farbe. Dieses blaue Eis, diese Farbe hier, das ist unglaublich, unbeschreiblich. Die Schönheit ist vergänglich. Die Höhlen sind nur in den Wintermonaten sicher begehbar, weil nur dann die Eisdecke stabil ist. Sobald es wärmer wird, verschwinden viele danach für immer. Im Sommer steigen die Temperaturen an, das Eis schmilzt und durch das Schmelzwasser formen sich in dem Eis wieder neue Höhlen. Die Gletscher gehen aber wegen der Erderwärmung insgesamt zurück. Die Höhlen am Rande des Gletschers sind daher nächstes Jahr wahrscheinlich schon verschwunden, abgeschmolzen. Dann müssen wir neue Höhlen suchen. Am nächsten Tag erkunde ich den größten Gletscher Europas noch einmal von einer anderen Seite. Richard Bell führt mich zu einer weiteren Gletscherzunge. Je höher wir steigen, desto eisiger wird es. Hier wird mir die Dimension des Gletschers erst richtig bewusst. Die Eisschicht ist bis zu 950 Meter dick. Doch wie die meisten Gletscher weltweit schrumpft der Vatnajökull. Der Gletscher reichte fast bis zu der dunklen Klippe dort. So hoch ging er mal. In den letzten 100 Jahren ist er 2,5 Kilometer geschrumpft. Die Eisdecke ist sehr fragil. Wir wissen, dass es den Gletscher nur noch 200 oder 300 Jahre geben wird. Dann wird das meiste von ihm verschwunden sein. Beim Abstieg werden wir von einem Sturm überrascht. Am Fuße des riesigen Vatnajökull-Gletschers fühle ich mich angesichts der Naturgewalt plötzlich ganz, ganz klein. Boah, das war viel extremer, als ich gedacht hätte, mit all den Schneestürmen da oben, die da plötzlich waren. Diese Eisfiguren, die man da gesehen hat, das war echt beeindruckend.